Liebe Luzernerinnen, liebe Luzerner, wir alle wünschen uns ein Leben in Sicherheit. In der privaten Umgebung, in der Freizeit und am Arbeitsplatz. Aber Sicherheit gibt es nicht gratis. Sie muss erarbeitet und gepflegt werden. Und vor allem muss sie dauernd der gesellschaftlichen Entwicklung angepasst werden. Aus diesem Grund hat die Regierung beschlossen, der Luzerner Polizei ein neues Einsatzzentrum zur Verfügung zu stellen. Mit dem können die verschiedenen Bereiche der Polizei, die an verschiedenen Orten neu an einem zentralen Ort zusammengefasst werden. Auch können wir zusammen mit den Kantonen Nidwalden und Obwalden eine hochmoderne, neue Einsatzleitzentrale realisieren, die den Einsatz der Polizei dort steuern. Der Standort des Sicherheitszentrums, wo auch verschiedene Laboratorien drinnen werden sein, ist im Gebiet Rotenburg Station geplant. Das Grundstück gehört dem Kanton. Für den Regierungsrat ist es wichtig, dass das komplexe Vorhaben rasch realisiert werden kann. Noch in diesem Jahr wird die Regierung beim Kantonsrat einen Planungskredit beantragen. Das Ziel ist es, mit Hochdruck, mit der Detailplanung anzufangen. In 3 Jahren wird dann die Bevölkerung, also Sie alle, über die Realisierung abstimmen können. Sicher ist jetzt schon, wir brauchen ein modernes Sicherheitszentrum für unseren Kanton. Nicht nur für uns, sondern auch für all die nächsten Generationen. Ich freue mich, wenn auch Sie das Projekt mittragen.